Hallo und herzlich willkommen zu meiner Almküche. Heute bin ich auf der Seiseralm. Wie ihr das da seht, ungefähr so. Ja, da hinten ist der Langkofel und das andere ist der Blattkofel. Da gehen wir jetzt eine Runde spazieren. Und heute Abend, da gibt es Specknädel im Hotel. Die zeige ich euch dann, wie die ausschauen. Und daheim koche ich die dann noch. Bin gespannt, ob es was wird. Also viel Spaß beim Zuschauen. So schaut jetzt die Specknädelsuppe aus. Ganz lecker. Und jetzt probieren wir es. Ganz gut. Hoffentlich bringe ich es auch so hin. So, und jetzt haben wir schon eine Zeit lang wieder daheim aus Südtirol. Es war wunderschön. Ihr habt es ja gesehen, das Wetter war ja super. Und die Specknädel haben sehr gut geschmeckt. Und die mache ich jetzt nach. Und das Rezept, das ist auf der Homepage von unserem Hotel, der Spitaler Hof. Und zwar gehört jetzt da rein 100 Gramm Speck, eine halbe die Zwiebel oder eine kleine Zwiebel, 250 Gramm geschnittenes Weißbrot oder 4 Semmeln, ein Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Mehl, 150 Gramm Mille, 3 Eier und eine Petersilie und ein Salz. Und los geht's so, dass wir eben die Butter schmelzen lassen und die Zwiebel darin andünsten. Man konnte jetzt auch den Speck anbraten und dann erst rein tun. Ich mache es aber jetzt so, dass ich den Speck, wie auf dem Originalrezept ist, nur klar geschnitten habe. Und da hinten, da kocht schon unsere Suppe, wo es da noch reinkommen. Eine ganz normale Rindsuppe. Ich tue einmal nur die Petersilie dazu. Zum Andünsten, weil ich finde, dass dann ein bisschen zarter wird. Wenn das jetzt angedünstet ist, tue ich da eine Milli drüber und lasse miteinander heiß werden. In der Zwischenzeit salze ich mir meine Brotwürfel, tue den Speck dazu. Und jetzt tue ich die Milli da auf und lasse das einmal einziehen. Falls das noch nicht gelangt, müsst ihr noch ein bisschen was nachschütten. Weil mir kommt das jetzt ein bisschen wenig vor. Und da tue ich jetzt einen Deckel drauf und eine Viertelstunde soll das jetzt ein bisschen dampfen. Jetzt haben wir eine Viertelstunde gewartet. Jetzt schauen wir mal. Ja, das ist schon gut durchgezogen. Jetzt geben wir mal das Mehl dazu und die 3 Eier. Und das muss man jetzt eigentlich ein bisschen mit den Händen durchmatschen, weil mit Kochlöffel wird das nicht so fein. Das hat jetzt eine ganz gute Konsistenz. Jetzt probiere ich da ein bisschen was. Auch der Salzgehalt ist in Ordnung. Jetzt lassen wir unser Salzwasser noch kochen und dann kommen die Knödel rein. Unser Wasser hat schon ein bisschen gekocht. Dann forme kleine Knödelchen. Die sollten nicht gar so groß sein. Ihr habt es ja gesehen im Original, also die waren nicht gar groß. So diese Größe. Und bevor es eben die Knödel ausmacht, ich habe da, stellen wir da eine Schüssel mit Wasser her und da immer wieder die Hände im Wasser drinnen befeuchten, damit die Knödel auch schön rund werden. Das sind jetzt 9 Knödelchen geworden und die sollen jetzt eine gute Viertelstunde so dahin sieden. Nicht kochen lassen stark, weil sonst kann sein, dass sie auseinandergehen. Jetzt ist eine gute Viertelstunde vergangen und schon sind unsere Knödel fertig. Und schaut es einmal rein, kein einziger ist auseinandergegangen. Ganz gut schauen sie aus.
Die geben wir jetzt auf den Teller. Und dazu geben wir schöne, kräftige Rindsuppen, frisch gekocht. Ein bisschen Schnittlauch drüber. Und schon schmeckt alles nach Südtirol. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal in meiner Almküche.